Lässt mich fragen, Herr Todenhöfer, Sie waren gerade in Gaza. Das hat ja heute auch zwei Armeesprecher Israels haben es genau auch so gesagt. Sie hätten nur reagiert, als sie die Schule beschossen haben. Es habe Mörsergranaten gegeben aus der Nähe der Schule und man habe das Feuer erwidert. Riskiert die Hamas also ebenso bewusst, möglicherweise in der teuflischen Logik eines Guerillakämpfers, das Leben der eigenen Leute und ohnehin auch das Leben der Israelis, denn manche Raketen gelangen ja auch bis Israel. Im modernen Krieg, da gebe ich Ihnen, Herr Professor Wolfson, und Ihnen, Herr Botschafter, recht, werden immer Zivilpersonen getötet. Ich gebe Ihnen auch recht, ich benutze eine andere Formulierung, es gibt keine anständigen Kriege, aber der Krieg hat verhältnismäßig zu sein. Und Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung gegen Hamas-Raketen, die rechtswidrig sind. Ich sage das ausdrücklich. Ich bin kein Freund der Hamas. Ich kritisiere die Hamas. Ich bin ein Freund der Palästinenser, aber kein Freund der Hamas. Israel hat ein Recht, sich gegen diese Raketen zu verteidigen. Aber Israel hat nicht das Recht, sich in einer Bombardierungsorgie zu verteidigen. Und das, was ich erlebt habe in den 4 Tagen, war eine Bombardierungsorgie. Und da muss man einfach auch mal Zahlen nennen. Es sind über 1300 israelische Zivilpersonen getötet worden. Palästinensische Zivilpersonen getötet worden und 2 Israelis. Das heißt, durch Raketen und einer durch Mörserbeschuss. Das heißt, es gibt hier schon das Recht, die Frage zu stellen, ist das verhältnismäßig? Ich habe das. Das heißt, Sie vergleichen jetzt die Opfer. Herr Dressler hat gesagt, das ist eigentlich eine richtige Ja, so krass, wenn 1300 Palästinenser sterben und es sterben 3 Israelis, 2 durch Raketen, dann kann ich nicht ständig auf die Riesengefahr durch diese Raketen hinweisen, die rechtswidrig sind. Ich wiederhole das. Und ich finde, das, was ich erlebt habe in den 4 Tagen, alle Stunde nachts wackelten die Wände, man musste rausrennen auf die Straße, war so unverhältnismäßig. Ich bleibe jetzt beim Wort des Generalsekretärs, dass ich sage, es war ein Kriegsverbrechen. Und das sind Kriegsverbrechen. Sie sind kein Jurist, Sie sind kein Jurist, sehr geehrter Herr Juristen Wolfson, überlassen. Bleib bei deinen Leisten. Wolfson, ich möchte Ihnen ein paar Beispiele geben. Wenn spielende Kinder, 4 Kinder, im Alter von 8 bis 12 Jahren beim Fußballspielen am Strand zerbombt werden von der Kriegsmarine. Wenn ein Behindertenheim zerbombt wird und mehrere Behinderte getötet werden. Wenn Kinder abends beim Hühnerfüttern getötet werden. Wenn Krankenhäuser bombardiert werden. Ich habe heute mit einem Freund aus Gaza telefoniert, der ist im Al-Quds-Krankenhaus und dieses Krankenhaus wurde heute angegriffen. In diesem Krankenhaus ist, wie gesagt, sein Vater. Und im Al-Quds-Krankenhaus ist kein einziger Hamas-Mann. Und die Schulen, die Sie genannt haben, in denen Waffen gelagert werden, das sind leere Schulen. Aber die Israelis haben volle Schulen angegriffen. Und die israelische Armee ist die 4. beste Armee der Welt. Sie verfügt über die besten Waffen. Und mir kann keiner sagen, dass die Bombardierung von Kindern am Strand einfach Zufall ist. Und deswegen sage ich, hier findet Kriegsverbrechen statt. Und hier muss die Weltöffentlichkeit auch reagieren und kann nicht einfach sagen, ja, Krieg ist Krieg und schrecklich und eine Friedenslösung haben wir nicht. Und deswegen, finde ich, müssen wir in dieser Frage auch einem Freund, Deutschland ist mit Israel befreundet, sagen, so geht das nicht. Und wir müssen auch, ich möchte das auch sagen, wir müssen auch darüber nachdenken, ob wir nicht mit Sanktionen, sicherstellen, dass dieses Morden in Gaza, ich kann das, was ich erlebt habe, nicht anders beschreiben. Ich bin 2-mal durch die Krankenhäuser gegangen, habe sterbende Kinder gesehen, habe sterbende Mütter gesehen, sterbende Frauen, sterbende Männer. Ob man nicht auch nachdenken muss über Sanktionen. So wie man damals beim Apartheid-Regime über Sanktionen nachgedacht hat, Südafrika oder bei Iran oder jetzt bei Russland ständig Sanktionen verhängt hat. Jedes andere Land der Welt würde, wenn es so töten würde, wie im Augenblick unser Bündnispartner Israel in Gaza tötet, würde jetzt mit Sanktionen belegt.